Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ihr seht, ich glaube, wir wollten woanders in der letzten Folge eigentlich anfangen. Das habe ich mal verworfen, da ich Sachen besorgt habe. Als erstes gibt es zum Bauen viele, viele neue Möglichkeiten, da ich in diesem Customer, nee, wie heißt das? In diesem Creation Club habe ich ein paar Sachen gekauft. Darunter, es ist wirklich, hier sowas, das kann man glaube ich gar nicht alles zeigen. Hier so Boden mit Teppich und so. Also schon eine Menge. Angeblich auch irgendwo. Aber ich glaube, das ist eine Quest. Naja, gut. Auf jeden Fall fürs Erste. So. Wir haben jetzt diesen Rucksack hier. Den sieht man nicht ganz so gut wegen der Rüstung. Aber das ist so ein ja, Wanderrucksack. Keine Ahnung, so ein Militärrucksack. Wie man sieht, sind auch ein paar Dinge dran. Den kann man auch an so einer. Wo habe ich es hingetan? An so einer Werkbank ein bisschen modifizieren. Falls ihr mal Reparaturen nötig haben solltet, scheinst du die nötigen Ja, Fähigkeiten so zu Riemen haben. kann man nicht. Also könnte es noch wegmachen, aber das wär's dann. Den Aufnäher, ich habe Rileys Ranger gewählt, weil ihr seht, je nachdem, was man auswählt, hat man nochmal so einen Widerstand. So der Strahlung widerstehen tut man fast. Doch bei jedem mindestens fünfmal. Schadensresistenz auch. Und hier, das, was ich geil fand, RNK. Gab es hier noch die Railroad Glück? Also ich habe Rayleighs Ranger genommen, weil Glück ist und das, was wir am wenigsten momentan, glaube ich, haben. Farbe Olivgrün habe ich einfach mal gelassen und habe Überleben mit Schlafsack genommen. Warum? Keine Ahnung. Es war das Letzte und ich dachte, es wäre das Beste. Auf jeden Fall gab es dann, glaube ich, noch mal irgendwie. Was gab es hier als Zuschlag? Nochmal strahlungsresistent, aber das Gewicht ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach genommen. Vielleicht nehmen wir auch mal lieber Zusatztaschen. Oder hier Zusatz. Noch besser. So, also der Rucksack an sich gibt nochmal 75 Pfund obendrauf. Ich sag mal Kilo einfach. Wenn ich den jetzt ablege, könnt ihr das unten ganz gut sehen. Das ist ohne den Rucksack 350. Das ist mit dem Rucksack. Das sind jetzt sogar 120 Kilo mehr. Lohnt sich. Des Weiteren, da werden sich Doom-Fans freuen, werden wir gleich eine Quest verfolgen, in der wir den BFG 9000 bekommen werden. Dann habe ich natürlich noch mal ein neues Zuhause. Es ist so ein Apartment. Ja. Ansonsten, sonstiges Aluminium. Ich vermisse ein bisschen. Ich habe extra noch so ein Spielhallending gekauft. Das vermisse ich gerade ein bisschen. Bestimmt Energie, oder? Beschussschalter. Ah ja, alles klar. Ne, das kennen wir schon. Neongrün, lila Zeichen. Ah, hier sind die. Ah, hier. Da können wir dann mit Strom unsere eigene Spielhalle bauen. Wie geil ist das bitte? Atomic Command produziert. Ja, die Leute werden glücklicher. Das verstehe ich voll und komplett. Zeta-Invasion. Also ich freue mich darauf, was wir noch alles jetzt nur alleine mit so einem Pack. Also ich habe nicht viel bezahlt. Ich habe, glaube ich, wirklich. Ich habe mir so ein Pack gekauft mit 1500 dieser Marken. 100 hatte ich noch. Vom Creation Club. Da hat man die wohl allgemein. Ich glaube, man hat sie 200 oder so. Die man immer hat. Und Was? ja. Hab halt gedacht. Ich gönne ein bisschen, weil ich jetzt auch im Moment, ich habe mir Farhaber jetzt das letzte DLC geholt. Also das letzte DLC, was Was? ich noch nicht Zeig hatte. unseren Gesprächen. Und der Typ
Typ labert und labert. Und die Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Darf ich mal ausreden? Scheiße, jetzt hab ich den Faden verloren. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag angeln. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, genau, ich habe das letzte DLC verhabert, das installiert jetzt. Dann können wir nämlich auch bald mit diesem DLC anfangen. Und jetzt From the Hell. Ich möchte nicht ganz so weit laufen, deswegen... Ich bin gespannt drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Waffe. Tesla-Gewehr. So. Red Skorpione wieder. Laser-Scharfschütze? Ich muss das wieder da. Moment mal. Kampfhandlung wird einstellen. Inventar, Waffen, ich glaube, das war mal die Pistole. Habe ich jetzt zum Scharfschützengewehr umgekehrt. Ey! Ah. Hallo? Okay, meine Spezialwaffe. Die nicht wirklich viel mehr Schaden. Ne, die hat keine Muni. Ach, was soll's. Ihr werdet schon sehen. Oh, wie der da gerade rauskommt. Boah, ist der geflogen. Ja, ist die nächste Fremde ist wieder da. Sehr schön. In dem Fall war er sogar mal richtig sinnvoll. Oder der ist eigentlich immer sinnvoll, wenn man Reds benutzt. Der kann ruhig jedes Mal kommen. Das ist geil, wir holen uns die BFG mit welcher Schrotflinte, Alter. Oh, was haben wir denn da? Ich bin... anscheinend nicht der einzige mit dieser Waffe. Aber es sieht aus, als hätte er sich gerade selbst weggeschossen. Mercy. Ernsthaft? Ist das euer fucking Ernst jetzt? Gut, konnte ich raussprengen. BFG.
Abgeschlossen. Und es gibt sogar noch Level, also besser gesagt XP, was uns ein Level verschafft. Ich hab die BFG. Alter. Probier's mal aus. Alles klar. Wie viel wiegt die? Gewicht. Alter, was? Hui, die wiegt ordentlich. 35 Kilo. Aber sie ist es wert. Kein Gegner, der dagegen widerstehen kann. Wollen wir mal das Level machen? Aber was brauchen wir denn? Wollen wir mal Stärke vielleicht voll machen? Ja, komm, lasst uns die Stärke voll machen, dann wäre das erledigt. Die BFG, boah, ist die geil. Die Waffe für Notfälle oder... Gleich mal ausprobieren, was die so kann. Gut. Sie ist gut, glaube ich, gegen größere Verbände ist sie noch besser. Höhle. Da gehen wir gleich rein. Es gibt keine Nachladeanimation, das finde ich auch irgendwie geil. Ich häng fest. Gut. So, dann habe ich gestern noch ein Video mir angeguckt. Also gestern im Sinne von meinen Aufnahme gestern. Den. Welchen haben wir heute? Den 29. glaube ich. Ja, ich glaube, heute ist der 29.06. So. Und hier. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt, aber hier, so in diesem Gebiet irgendwo, muss es ein verlassenes Häuschen geben, was die Geschichte der Enklave irgendwie, glaube ich, erzählen soll. Also es hat irgendwie hat die Enklave damit zu tun. Noch eine Todeskralle. Was Freunde sagen? Oh, ho! Gutes Mädchen. Alles ist gut. Klar schlägt das fehl, Mann. Ich hab schon auf die geschossen. Ja, häng ruhig weiter fest. Ah! Die ist ein bisschen blöd, oder? Die kommt hier nicht so richtig rüber.
Wow. Alter, wie blöd ist das denn, dass sie nicht einfach hier rüber klettert? Oh, was? Wie geil sah der denn aus? Hui. Ich freue mich. Leider sieht man so schlecht hier in dem Nebel. Wo sind wir? Okay. Also wenn wir weiterlaufen, finden wir angeblich noch ein paar Sachen. Da ist eine Kirche. Und ein Red Skorpion, so wie es aussieht. Oh, hi. Na toll, wir sind hier in eine richtige Skorpion-Nest getreten. Da hilft auch nur eine Waffe. Keine Sorge, die Munition kann man kaufen und herstellen, soweit ich weiß. Alter, mit der Waffe gibt es keine Feinde mehr. Oh, wo willst du hin? Klar, ein einfrierendes Dönermesser. Das ist bestimmt richtig gut, wenn man damit einen Döner macht. Es ist Fleisch gleich eingefroren. Komisch, dass noch die Kirche steht. Pfingstkirche. Cool. Oh, scheiße. Oder macht das so? Coole sind und bleiben harte Gegner. Das muss man denn lassen. So, jetzt hast du gar keine Ahnung mehr. Wir kämpfen, warum führen wir nicht lieber eine...
Ja, führ mal mit Ghoulen eine Diskussion, das ist richtig gut. Aber bitte, ich hab da kein Problem mit, können wir gerne machen, aber die sind sehr unkooperativ. Wo bist du? Ich glaube, den Schlüssel zum Tresor werden wir nicht finden, oder? So. Messer, was? Schieße die Beine weg. Dann nervst du nicht mehr. Ist voll gebracht. Tja, jetzt. Beruhige dich! Mann! Beruhige dich, du. Ich werde sie natürlich töten, hallo. Ich wollte schon mal ausprobieren. Zu viel. Ist ja auch nichts Neues mehr, oder? Haben wir noch einen Buffout? Oder besser gefragt, reicht ein Buffout? Oh ja. Einen Schlüssel für den Tresor brauchen wir normalerweise nicht unbedingt. Aber jetzt haben wir ihn. Dort hinten scheint eine Wall zu sein. Kurz mal auf die Karte. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach mal hin. Ich sollte auch mal das Wasser wieder auf den Slot legen. Ist besser als die Stimpacks zu verwenden. Stimpacks lieber so für den Notfall. So, hier soll irgendwo die Vault sein. Ah, wir sind aber jetzt aus dem leuchtenden Meer wieder raus, oder? Vault 95. Hi! Ich hasse aggressive Fans. Sorry, hab mich nicht gesehen.
Ey. Ja, wo du gerade da bist. Willst du etwas von mir? Hey. Machst du mir ein Geschenk? Nein, du tragen Sachen von mir. Nee, die krieg ich die nicht. Da, mir gehen die Beine aus. Oh. Huch. Hallo? Ich hasse Aggressivkunst. Gute Reichweite. Darf ich mal? Das sieht echt niedlich aus. Gemüsestärke, okay. Klar, warum nicht? So, gehen wir mal hier rein. Scheinbar haben sich die Gunner hier es gemütlich gemacht. Klar, ist immer schlau, die Turmsteuerung hier hinzupacken. Ich finde es schade, dass ich die nicht irgendwie umprogrammieren kann, dass ich sagen kann, jetzt gehört die mir. Die dann loslegen mit der Ballerei. Nein, bin ich nicht. Ciao. Trifft mich gerade echt keine? Ah, kein Wunder. Bin ich Idiot. Mr. Gatsi ist kein sehr netter Geselle. Pulsgranate, Plasmamine.
la 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 Ja, ihr seid Gunner. Gut erkannt. Sehr gut erkannt. La, 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 la. Jappi. Nicht nett. Na klar. Wieso solltest du auch jemals mit dieser Waffe umgehen können? Habe ich das noch nicht abgebaut? Benennt mich der Arschloch, ich komm dir dahin. Nicht Arschloch nennen, aber Japan oder was? Ach, du warst das gar nicht. Sorry, mein Fehler. Ich glaube, das ist gerade wirklich eine Seite volle gelaufen. Nee, ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Obwohl, irgendjemand zahlt bestimmt für meinen Tod. Wo geht's denn hier hin? Falle? Wieder so ein legendärer. Viel Spaß damit. Apple. Okay. Wie schön. Also hier wieder könnt ihr lesen, also Pause machen und lesen dann, wenn ihr das möchtet. Schon wieder vor dem Terminal. Ja. Hätte ich eine Freundin, die würde genau dasselbe sagen. Also fast, nur dass ich vor der PlayStation sitze. Was ist denn hier los, Alter? Haben die sich alle versucht, Drogen noch? Alter, die konsumieren. Das wird ein Spaß.
Drogen. Wir werden Drogen finden. Hallo, Püppchen. Warum nicht? Die läuft mit ihrem Dönermesser durch die Gegend. Schiebetür, das hast du echt gut erkannt. Obwohl man die, glaube ich, nicht schiebt. Die geht ja von alleine. Handschellen und Alkohol. Das gefällt mir sehr gut. Alkohol und Drogen. Da, 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 da. Da, da, da. Eigentlich bin ich gegen Drogen. Alkohol ist in Ordnung, aber so andere Drogen bin ich nicht so der Fan von. Also ich selbst, jeder kann machen, was er will, meiner Meinung nach. Aber nicht in meiner Nähe, sag ich immer. Hallo, danke, danke, danke. Das auch und dies und jenes. Du warst vollgeladen, ne? Vielleicht schmeißen wir doch dann was weg. Wow, das waren viele Waffen. Gut, hilft gerade so. So, ich glaube, das war hier nur das Vorratslager. One way. Was ist das? Gut, der Typ ist so durch, ich mag das. Vorräte haben die hier auf jeden Fall recht viel. Sehr zu meinem Unbehagen. Ich weiß nicht mal genau, was ich hier will. Ich laufe hier eigentlich nur rum. Schneide ein paar Gunner ab. Ciao. Sie alle.
soll der Scheiß? Okay, jetzt sind wir hier beim Strom. Ah, okay. Irgendwie bekannt vor. Ja, das kennen wir. Okay, das war Vault 95 bis jetzt. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Oh. Research. Ich weiß gerade nicht, was Research bedeutet. Aber Hauptsache, ich komme da rein. Bin durch. War das Kind doch wirklich schon echt Ferkel? Das klingt lustig. Hey Jungs, beachtet mich gar nicht. Kampfhandlungen einstellen. Danke, Cookie. Ich habe die Kampfhandlungen erneut überstanden. Ey. Warst du das? Oh, ein sehr übermütiger. Ciao. Ach Junge, gibt's es auch endlich auf. Ist doch peinlich, wenn ihr das. Hier sonst nichts? Irgendwas muss dieser ganze Blödsinn doch gebracht haben. Ich mach schon wieder zu lange dieses Spiel. Hi. Oh. Den Schuss hätte ich mir sparen können. Mal nochmal einen Kater gucken. Der liegt hier unter mir. Liegt einfach keinen Mucks von sich. Das ist so ungewöhnlich. Geschafft. Klar. Eine Entgiftungsanlage, ne? Das klingt interessant. Waren das die Tests, die erst abhängig zu machen und dann... Alter Scheiße.
Jetzt bereue ich ein bisschen, dass ich die Munition. Ach, scheiß drauf, warum Granaten? Lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Plasma-Kartuschen. Wirkt Buff Out noch? Nee. Na gut, andererseits bringt es auch nicht wirklich was. Mich nicht dahinsetzen. Schade. Ich dachte, so Entgiftung oder sowas wäre ganz nett, aber naja. Curie raucht? Interessant. Schade, nichts zu finden. Tja, dann machen wir uns mal auf den Weg nach draußen und ja, suchen weiter das leuchtende Meer ab nach diesem Enklave-Ding. Das würde ich echt gerne finden. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Aber ich glaube, wir haben wirklich so weitgehend alles abgefrühstückt. Wahrscheinlich wird das hier irgendwann eine Quest werden. Dass wir irgendwas hier finden müssen oder so. So. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt nochmal schnell die Powerrüstung reparieren gehen in Sanctuary. Und den Schrott und so wegbringen. Und dann treffen wir uns einfach hier wieder an Vault 95. Und ja, bis dahin.